Ich kann nicht verstehen bzw. nachempfinden, dass von Angst Hass der Hintergrund ist. Davon sind übrigens mehrere Fragen. Angst scheint akzeptabel zu sein und Hass nicht. Da können wir nochmal nachdenken drüber. Im von Ihnen dargestellten Beispiel war es mir zunächst klar, aber ich merke, dass ich es letztlich doch nicht verstanden habe. Angst empfinde ich, wenn ich verwirrt bin, mich unsicher und hilflos fühle, kurz die Kontrolle verliere. Oder hat Angst eben verschiedene Aspekte? Nein, absolut nicht. Wenn ich verwirrt bin, mich unsicher fühle, hilflos fühle, die Kontrolle verliere und Angst habe, so hasse ich den Zustand, den ich da habe. Ganz einfach. Da ist überhaupt nichts Kompliziertes dran. Eine der großen Schwierigkeiten, die wir besonders im Westen haben, ist kompliziertes Denken. Ist alles ganz einfach und ganz geradeaus. Da ist überhaupt nichts Kompliziertes dabei. Wenn ich Angst vor was habe, dann passt es mir nicht. Es ist unangenehm. Na, das liebe ich doch nicht. Liebe ich diese Verwirrung und die Hilflosigkeit und das? Nein, also, das Gegenteil. Jetzt kommt nochmal Angst. Da kommt noch was anderes davor. Ich freue mich sehr, Sie, Gudrun und Ihre 3 bzw. 4 Männer wiederzusehen. Das erste Mal im Leben, dass ich hier 4 Männer auf einmal habe. Könnten Sie noch mal etwas ausführlicher über die Beziehung von Angst und Hass sprechen? Aus nichtbedürftiger Sicht ist doch Angst eine Reaktion auf lebensbedrohliche Situationen oder, anders ausgedrückt, wenn lebenswichtige Bedürfnisse nicht gestillt werden, das heißt, auf natürliche Lebensimpulse nicht reagiert wird. Naja, das ist wieder genau dasselbe. Wenn ich nicht bekomme, was ich gern hätte, das habe ich nicht gern, hasse ich das. Ich habe nicht gerne, dass ich meine, wie sagt er hier, natürliche Lebensimpulse nicht reagiert wird, dass mein Leben bedroht ist. Das habe ich bestimmt nicht gerne. Habe ich Angst, also ich hasse die Situation. Es gehört dazu.